Das neue PlayStation Plus ist mit seinen drei Abo-Modellen endlich auch in Europa an den Start gegangen. Unter unseren letzten Videos haben uns dazu einige Fragen von euch erreicht. Vor allem ging es dabei immer wieder um die Frage, ob und wie man sein bestehendes Abo ab- bzw. downgraden kann und was das für euren Geldbeutel bedeutet. Und genau diese und ein paar andere Fragen wollen wir heute gemeinsam mit euch klären. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir überhaupt reden, hier ein kurzes Recap. PlayStation Plus gibt es jetzt seit ein paar Wochen in drei verschiedenen Varianten, nämlich Essential, Extra und Premium. All diese Abos kommen mit unterschiedlichen Angeboten und Preisen um die Ecke. In den letzten Wochen haben wir euch dazu gleich mehrere Videos präsentiert, wo wir euch die Abo-Varianten, die Preise und die Features und Leistungen vorgestellt haben. Wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr jetzt auf den Link in der Box klicken und die Videos nachholen, um alle wichtigen Infos parat zu haben und das für euch passende Abo auszusuchen. Aber was, wenn ihr jetzt ein Abo abgeschlossen habt und sich dann eure Bedürfnisse ändern? Was, wenn ihr plötzlich mehr oder weniger Zeit zum Zocken habt? Kann man dann einfach so sein bestehendes Abo upgraden oder downgraden? Kurz gesagt, ja, das geht und ist im Grunde auch ganz einfach. Ihr könnt das über euren Webbrowser auf der Seite PlayStation.de und natürlich auch über eure Konsole machen. Wir zeigen euch das hier einfach mal an der PlayStation 5. Ihr geht in die Einstellungen und dann auf Benutzer und Konten. Von da aus geht ihr auf den Punkt Konto und könnt dann unter Zahlung und Abonnements den Punkt Abonnements auswählen. Dort wählt ihr euer bestehendes Abo und geht dann auf Tarif wechseln. Hier seht ihr jetzt eine Übersicht der verschiedenen Tarife und könnt ganz nach euren Wünschen einen davon auswählen. Hier könnt ihr euer bestehendes Abo übrigens auch downgraden. Wenn ihr all das gemacht habt, werden euch direkt die Kosten angezeigt, die auf euch zukommen. Und wie sich diese Kosten berechnen, wollen wir euch an dieser Stelle natürlich auch kurz erklären. Die entstehen nämlich immer aus der Differenz des Betrags, den ihr für euer aktuelles Abo schon gezahlt habt und den Mehrkosten für das Abo, auf das ihr upgraden wollt, in Bezug zur verbleibenden Zeit bis zum nächsten Zahlungstermin. Ja, so haben wir beim Erstellen dieses Videos auch geguckt, als bei dem Satz miese Flashbacks aus dem Matheunterricht gekickt haben. Ich zum Beispiel komme bis heute nicht darauf klar, dass die Kreiszahl Pi zwar unendlich viele Stellen hat, also quasi unendlich ist, aber schon die Zahl 4 trotzdem höher. Wer soll das raffen? Naja, ist auch egal. Lasst uns gerne mal ein Like auf dem Video da, wenn ihr Mathe auch immer so gehasst habt. Schlussendlich ist das mit den Kosten und euren Abos aber auch gar nicht so kompliziert. Hier ein Beispiel. Ihr habt vor 6 Monaten für 60 Euro ein PlayStation Plus Essential Jahresabo abgeschlossen. Nun wollt ihr aber auf das Premium-Modell wechseln. Also quasi einen neuen oder zusätzlichen Kaufvertrag abschließen. Das PlayStation Plus Premium-Abo kostet aber eben nicht 60 Euro im Jahr, sondern 120 Euro. Das Upgrade kostet euch in diesem Beispiel dann 30 Euro, weil ihr ja schon 60 von 120 Euro bezahlt habt und das Upgrade keine 12 Monate in Anspruch nehmt, sondern nur 6. Und deshalb natürlich auch nur die Hälfte der verbleibenden 60 Euro, die ihr noch nicht gezahlt habt, blechen müsst. Wenn ihr jetzt bei so vielen Zahlen und einem so langen Satz gedanklich völlig ausgestiegen seid, nehmen wir euch das nicht übel. Damit ihr trotzdem wisst, was Phase ist, packen wir euch den offiziellen Link von PlayStation in die Beschreibung. Da wird das alles nochmal genau erklärt und dann sollten auch eigentlich alle Fragen geklärt sein. Beim Downgrade sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Das tritt nämlich nicht sofort in Kraft, wie das beim Upgrade der Fall ist, sondern wird erst zum nächsten Zahlungstermin wirksam. Bedeutet also, wenn ihr euch zum Beispiel 12 Monate PlayStation Plus extra holt und irgendwann merkt, dass ihr gar nicht die Zeit habt, all diese Games zu zocken, die euch da zur Verfügung stehen, und deshalb zum Essential-Tarif wechseln wollt, könnt ihr das zwar jederzeit über die Einstellungen machen, bleibt aber trotzdem bis zum Ende der 12 Monate Abonnent vom PlayStation Plus extra und wechselt erst dann zum PlayStation Plus Essential Abo. Wichtig hierbei ist, dass ihr dann natürlich auch alle Vorteile verliert, sobald das Downgrade in Kraft tritt. Und dann eben auch keinen Zugriff mehr auf die Inhalte aus dem Extra-Spielekatalog oder dem Premium-Klassiker-Katalog habt. Da hilft dann auch der Download nichts. Wenn ihr die Spiele selbst nicht gekauft habt, sondern nur über einen der PS Plus Kataloge Zugriff darauf hattet, könnt ihr diese Games nicht mehr zocken, wenn die nicht auch im Katalog des Downgrades mit drin sind. Das funktioniert also im Grunde exakt so, als würdet ihr euer Abo kündigen. Die Kündigung wird ja auch nicht sofort in die Tat umgesetzt, sondern euer Abo wird nur nicht verlängert und läuft dementsprechend dann einfach irgendwann aus. Und so ist das eben auch hier. Auch das könnt ihr übrigens über den Link in der Beschreibung nochmal selbst nachlesen, falls ihr in der Kürze der Zeit nicht alles verstanden habt. Kurze Randnotiz an dieser Stelle noch, wenn ihr noch nicht eingelöste Gutscheincodes für PS Plus oder PS Now habt, könnt ihr die nach wie vor problemlos einlösen. Basierend auf eurem aktuellen Abo wird der Wert des Gutscheins automatisch in eine Laufzeit umgerechnet, die dem Wert des Gutscheins 1:1 entspricht.
Wenn ihr also beispielsweise einen PlayStation Plus oder PlayStation Now Jahresgutschein einlöst, bekommt ihr, je nachdem welches Abo ihr gerade habt, ein Jahr Essential, 7,2 Monate extra oder 6 Monate Premium obendrauf. Wenn ihr aktuell gar kein Abo abgeschlossen habt, werden die eingelösten PlayStation Plus Gutscheine automatisch zum Essential Abo und die PS Now Gutscheine automatisch zum Premium Abo. Also keine Angst, die Gutscheine verlieren nicht an Wert und passen sich euren aktuellen Wünschen und Umständen an. Und nur damit ihr euch nicht wundert, ihr werdet im Handel zukünftig keine PS Plus Codes mehr finden. Stattdessen gibt es nur noch Guthabenkarten für den PlayStation Store zu kaufen. Dafür gibt es diese neben den üblichen weißen Guthabenkarten auch noch in gelben Varianten. Die funktionieren genauso, kommen aber mit anderen Werten daher, die extra auf die Abo-Varianten von PS Plus angepasst wurden. So könnt ihr euch für zwei 20-Euro-Karten beispielsweise 3 Monate PS Plus extra oder für eine 50er-Karte 3 Monate PS Plus Premium gönnen. Wir hoffen also, damit etwas Licht ins Dunkel gebracht und eure offenen Fragen beantwortet zu haben. Wenn uns das gelungen ist, lasst uns gerne noch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.